Servus, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Tomb Raider. Ich grüße euch. Hallöchen, Freunde. Lara gut durchnässt. Ja, gut aufgeweicht. Natürlich heute. Abenteuer gehen weiter. Ah, das wird lustig. Okay, sie kommt. Kommt ihr nicht hoch? Okay, alles klar. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal getestet. So, einmal hier hin. Oh. Warte, einmal hier rum. Ich habe gerade gesehen, warte mal, den hätte ich doch noch ausräubern können. Ja, ja, ja. Warte. Der liegt da noch. Ich habe bestimmt noch Stuff einstecken. Guck mal hier. So, hier. Dankeschön. So. Drei Pfeile. Alles Klärchen. So, Freunde, jetzt können wir nach oben gehen. Jo. Sehr schön. Okay, warte mal. Einmal hier rüber. So. Hey, da hoch bitte, Lara. Dankeschön. So, dann einmal hier hin. So, bitte einmal da drüber. Danke. So, seht ihr, Freunde, läuft. Läuft. Ja, warte. Wir brauchen hier Feuer, bitte. Feuer für Lara. Damit sie hier ein bisschen was mitnehmen kann. Hm, yeah. Cool. Material. Haha. So, mitnehmen. Dankeschön. Freunde, hier gibt es gut Stuff. Hier gibt es richtig gut Stuff. So, einmal hier rüber. Dankeschön. Da vorne ist wieder eine Statue. Die machen wir auch wieder an. Guck da. Tada! 2 von 10 Statuen angemacht. Jawohl, Freunde, so läuft das. Da drüben ist auch noch was. Da drüben ist auch noch was. Das holen wir uns natürlich. Guck mal hier. Da. Mal reingucken, was das ist. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Wahrscheinlich. Kriegt man dafür auf eBay noch was? Da gibt's doch modernere Sachen, oder? Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Ja, von Menschen wäre auch ein bisschen eklig, ne? Cool, alles klar. Sehr schön. Aha. So, okay, dann mache ich das. Hier ist nichts weiter. Alles Klärchen. So, und einmal zurück. So, zack. Dankeschön. So, wo müssen wir denn als nächstes hin? Ach, da drüben. Okay, alles klar. Kein Problem, kein Problem. So. So, das heißt, wir müssen jetzt da dran springen. Richtig? Richtig? Und dann müssen wir da hoch und dann müssen wir irgendwo darüber. Aha. Okay. Hört sich doch gut. Oh, da oben ist noch ein Nest. Ah, wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Warte mal. Wir müssen uns das Nest natürlich auch noch holen. Ist klar, ne? Ist klar. So. Okay, warte mal. Ich muss mal gucken. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da jetzt nach oben? Gab es doch irgendeinen Trick, wie man da nach oben kommt, oder? Okay, warte. So, nochmal hier rüber. Gab es da nicht irgendwie einen Trick oder so? Nicht hier irgendwie nach oben? Nee, ne? Hier kam ich nicht nach oben. Das ist jetzt doof. Wie kann man nach, wie kann man denn da nach oben? Oh. Ah, so. Warte. Hier, da. Ja, perfekt. Perfekt. Hier, guck mal. Aha. Dankeschön. Dankeschön. So. Komme ich jetzt mit einem beherzten Sprung darüber? Auch wenn ich mir wehtun sollte? Natürlich. So, zack, da. Also, ich tue mir ja nicht weh, sondern Lara tut sich ja dabei weh. So, pass mal auf. Und zack. Nicht gut. Das war nicht gut, Freunde, ja? Verstehe ich absolut, ja? Verstehe ich absolut. Okay, einmal hier nach oben. Warte, da nach oben. Komm, spring. Oh, ja, weißt du... Oh, warte. Und zack. Und zack. Und hopp. Jawohl. So. Ah. Okay. Und zack. Dankeschön. So, Freunde, läuft doch. Läuft doch. Ja. Jetzt hätten wir schon beinahe gedacht, das funktioniert nicht, ja. So, okay, jetzt gucken wir hier nochmal. Also, das Nest habe ich. So, da unten ist jetzt... Da ist noch ein Geocache. Da ist noch ein Geocache. Guck's dir an, ey. Da hat er sich versteckt.
Hab dich. Dankeschön. So. Seht ihr? So läuft das. Mhm. So, und zack. So. Und zack. Jawohl. Guck mal, der war Profi. Kriegt das hin. So, hier oben noch irgendwas zu holen oder so? Nee, ne? Alles klar. Oh, pass mal auf hier. Oh, 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 oh. Jawohl. Guck mal, hier. Funktioniert. Funktioniert doch alles. Ging mir doch alles hin, das kann ich nicht. Oi, 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 oi. Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Genau, wir sagen Bescheid, wenn wir dort sind. Mhm. Oh, pass mal auf. So. Gibt es hier noch irgendwas zu holen oder so? Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe? Ich glaube nicht, ne? So, zack. Einmal hier rüber. Dankeschön. Bitte! Das muss alles nicht sein! Die blöden Dinger, nee. Gibt's doch nicht. Hau ab! Du nervst, ey. Du nervst. Du und deine blöden Dinger, ey. Komm, zeig dich. Zeig kein Köpfchen raus. So, hab dich. Ich hoffe, das haben wir geklärt, ja? Mann, 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 Mann. Was die Nerven. So, dankeschön. So, ich nehme mal gerade euer Zeug mit, ja? So, kleiner Schadensersatz. So. Ich weiß aber nicht, warum das da unten immer da unten rechts angezeigt wird und dann sehe ich das nicht. Das ist doch bescheuert, ist das. Okay, warte mal. Hier, Feuer. Feuer bitte. Dankeschön. So, hier, guck, da. Dann gehen wir hierher. Da. Das ist eine Ausrüstung. Dankeschön. Ah, läuft. So, ich glaube, hier habe ich jetzt alles, so. Warte mal. Da oben, da oben, da oben. Entschuldigung. Zack, weg mit. Eine Laterne. Aber ich glaube, Pyromane hatte ich schon abgeschlossen, ne? Pyromane war schon fertig. La, la, la. Was ist das hier? Mach mal, das mach ich mal kaputt. Okay, es war aber anscheinend nichts Interessantes, ne? Es war anscheinend nichts Interessantes. Schade, schade. Okay, wir gehen weiter. Hallöchen. Oh yeah. Hm, das sieht nach Menge Ärger aus. Das sieht nach einer Menge. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ja, ich habe auch kein gutes Gefühl dabei. Minerva, wir sollten ja nach Hause gehen. Was hältst du davon? Ja, ein Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer. Hm, das kommt gut. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen.
Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie schaffen das. Ja, nur ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Stories aus der Vergangenheit. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf dich. Genau. Alle zählen auf dich. So, haben wir wieder was? Wir haben keine Fähigkeiten, aber wir haben wieder Ausrüstung. So, kann ich da irgendwas machen? Falten. Okay, den kann ich nicht machen. So, warte mal. Erweitertes Magazin könnte ich machen. Belüfteter Schlitten. Schnellfeuermodus. Nein. Okay, warte mal. Belüfteter Schlitten. Eine Rückstoßkomprimierung, die Präzision und den Schaden erhöht. Oh, das hört sich doch gut an, oder? Wenn das Rücklaufbremse bringt das Projektil präziser ins Ziel und erhöht damit den Schaden. Okay. Was machen wir zuerst? Erweitertes Magazin. Ein größeres Magazin, das 10 Kugeln passt. Okay, wir machen das so. Wir machen das so. Jawohl, dankeschön. Haben wir nämlich das schon mal. Hahaha. Cool, cool. So. Okay, Freunde. Das große Suchen geht wieder los. Warte mal, da haben wir was. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Okay, aber ist sie auch was wert, ha? Ist sie denn auch was wert? Ja, mal gucken, was eBay dazu sagt. Okay. So, haben wir noch irgendwas Interessantes? Guck mal, hier liegen noch Sachen rum. Haha. Was ist denn da? Da oben ist noch ein Vögelchen und da ist ein Vögelchen, aber die brauchen wir jetzt nicht. So, was ist das hier? Munition! Dankeschön! So, was ist da? Sieht aus wie Pfeile, ne? Aber er will sie nicht nehmen. Sie will sie nicht nehmen, sie will sie nicht haben. Okay, alles klar. So. Aha. Hab dich. Ihr habt mich nicht gesehen. Ihr habt mich nicht gesehen. So, wo sind welche? Ich kann keine Gegner sehen.
Ich kann keine Gegner sehen. Darf nicht in den Lichtkegel kommen. Das wäre gefährlich. Oh, noch irgendwo einer? Oh. Da steht noch einer. So, und da vorne war, glaube ich, auch noch einer gewesen. Da steht noch einer. Guck da. Oh, die sind schon mal hin. Oh, steht da oben jemand an dem Scheinwerferding da? Da steht einer an dem Scheinwerferding. Sieht's denn aus? Kann ich den platt machen? Oh, verdammt! Durchgebrannt. Dass die nach so vielen Jahren noch funktionieren! Ja. Die sind am Arsch. Jetzt vorbei. Mit der Rumleuchterei. So, hab ich. So, was ist denn jetzt der beste Weg, um dorthin zu kommen, ohne dass die mich sehen? Ha? Ach, hier schon einen richtig auf Geheimagenten-mäßig. Aha. Okay, was haben wir hier noch alles? Okay, ich sehe hier nichts. Da liegt noch einer rum. Okay, da liegt auch noch einer rum. So. Okidoki. Oh, warte, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin. Ich wollte gucken, ob hier noch irgendwo was rumsteht. Okay, hier ist anscheinend nichts. Alles klar. Sehr schön. Okay, warte mal. Dann gehen wir jetzt mal vorsichtig hier durch. Ja. Oh. Oben rennt einer rum. Okay. Alle platt gemacht, Freunde. Alle habe ich sie platt gemacht. Oh yeah. Da ist doch was Schönes zu holen. Eine Münze der Edo-Periode, geprägt im späten 17. Jahrhundert. Könnte aus vielen der alten Wracks auf der Insel stammen. Könnte. Okay. Hier ist nichts zu sehen, da ist nichts zu sehen. Okay, sehr schön. Ah. Ich meine, irgendwie muss man ja die Forschung finanzieren, ne? Auch mit so Kleinigkeiten. Ich meine die Expedition natürlich, Freunde. Natürlich meine ich die Expedition. So. Ist hier noch
Da ist noch einer. Hopp, da ist noch einer. Weg. Zack. Sehr schön. Das hast du fein gemacht, Lehrer. Das hast du richtig fein gemacht. So. Den nehmen wir mit. Dein Zeug nehmen wir auch mit. So, warte mal. Weil, haben wir jetzt hier noch irgendwas zum Sammeln oder so? Nee, ne? Nö. Nö, nö. Und hopps mit dem Bärzensprung natürlich, Freunde. So, okay. Einmal hier rumgerannt. Einmal gucken, was hier noch so alles gibt. Dankeschön. Oh, ihr seid zu freundlich. Ihr seid zu freundlich. So, dankeschön. Hier auch noch ein bisschen. Oh, ein Geocache. Dankeschön. Dankeschön. So, okay. Wir gucken mal kurz auf die Karte, ob ich hier irgendwas vergessen habe. So, okay, 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 okay. Sehr schön. Ja, das wird sich halt im Laufe des Spiels dann erst rausstellen, ob wir irgendwo was vergessen haben. Macht aber nichts. So, warte. Na, konnte man hier nicht nach oben? Nach unten? Ja. Okay, konnte man nicht nach oben. Das war, glaube ich, auf der anderen Seite. So. Okay, das kann ich nicht mitnehmen. So, einmal hier nach oben. Dankeschön. Ja, ja, ja. Das war mein Handy. Dieser hat Bunker. Das Lim gemacht. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Okay, das geht nicht. Anscheinend haben wir genügend Munition. So, und zack. Einmal hier rüber. Und wuff. Oh yeah. Hm, das wäre herrlich. Es ist eiskalt. Oh yeah, da ist ein Büchlein, da gucken wir rein. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Ja, 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 ja. Ist schon klar, ne? Ich werde euch mal zeigen. Ihr kriegt Paar in den Hintern getreten. Genau, ja. Das machen wir. So. Hat Vater Matthias selbst gebracht. Für das Ritual? Vermutlich. Heute Nacht ist es. Oh yeah, oh yeah. Okay, warte mal. So, und zack. Sehr schön. Haha, haben wir das hier abgestellt, Freunde. So, okay, Freunde. Aber jetzt sind wir hier angelangt. Ja, deswegen, Freunde, es tut mir leid. Aber hier ist dann Feierabend für heute. Ja, leider. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wir hauen jetzt hier eine Pause rein. Ja. Und Freunde, guckt auch mal gleich in die Endcard. Ja, in der Endcard, wie ihr cooler Stuff verlinkt. Ja, oder kommt auch mal auf meinen Hauptchannel. Ah, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, tschüss.